guten Morgen zusammen. Wir sind gerade auf dem Weg in den Kindergarten. Die Carla fährt mit dem Roller, wie man uns schwer hören kann. Und die Annemarie ist im Kinderwagen heute mal. Ich bin mal gespannt. Im Moment macht es ganz gut mit. Ist frei, Schatz. Sonst macht es ja immer nur die Trage und nicht den Kinderwagen. Aber heute sieht es anscheinend ganz gut aus, dass das klappen könnte. Wir haben wie immer tausend Dinge zu Hause vergessen, sind viel zu spät. Zu chronisch zu spät, kennt ihr das? Man denkt, man hat alles, aber irgendwie fallen einem dann fünf Sachen ein, die man nicht hat. So ungefähr wie die Kamera. Die habe ich nämlich zu Hause liegen lassen, bin wieder zurückgelaufen, habe es jetzt geholt. Das Fahrrad, mit dem wir eigentlich fahren wollten, ist abgeschlossen und den Schlüssel hat der Christian. Somit sind wir jetzt auf den Roller umgestellt. Oh, einen Moment, Trinkflasche runtergefallen. Annemarie mümmelt ihren Riegel und die Carla hat heute Morgen Sinkreis. Wir wollen danach noch ein paar, weiter geht's mal auf, ein paar Flyer aufhängen für meine Kurse. Das müssen Annemarie und ich noch machen. Und dann ruft der übliche Haushalt zu Hause und heute Mittag haben wir ganz viel Spielbesuch. Insgesamt 3 Kinder kommen. Aber die sind meistens eigentlich ganz brav. Somit dürfte das eigentlich kein Problem werden. Jetzt muss ich etwas mehr aufpassen, weil wir jetzt an die befahrenere Straße kommen. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß und vielleicht interessiert euch. Ja, unser Alltag. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. So, wir haben jetzt unsere Runde gedreht, Carla ist abgeliefert und wir haben soweit unsere Plakate größtenteils verteilt. Natürlich im Kindergarten habe ich vergessen, aber das sind wir ja wirklich auch immer häufiger. Und jetzt habe ich mir überlegt gehabt, ich bin jetzt hier in so ein bisschen ruhigeren Feldweg gelaufen, am Friedhof bei uns entlang, weil mein Plan jetzt ist, dass ich Annemarie mal rauslasse, damit die sich noch ein bisschen bewegen kann. Aber die hat es heute echt super mitgemacht im Kinderwagen. Hat vorher noch nie geklappt. Beim Bäcker einen Einback bekommen und ist eigentlich somit glückselig. Dann werde ich die Maus jetzt mal rauslassen und dann brauchen wir bestimmt 20 Minuten noch raus, was eigentlich 5 Minuten sind, aber ich will sie gerne ein bisschen rumrennen lassen, die kleine Maus draußen.
jetzt zu Hause ein bisschen klar Schiff gemacht oder haben damit zumindest angefangen gehabt. Wir haben jetzt die Bäder soweit geputzt gehabt und Hector fahren lassen. Hector ist unser Staubsaugroboter. Mein absolut bester Freund im Haushalt. Ich möchte ihn niemals wieder missen. Also er fährt hier mindestens einmal am Tag. Theoretisch gesehen könnte er auch den ganzen Tag fahren. Also da wir ja 4 Kinder haben, liegt hier ständig irgendwas rum und somit hat er eigentlich auch den ganzen Tag Zeit. Jetzt haben wir 12.30 Uhr. Das heißt, die Großen kommen bald wieder von der Schule zurück. Ich glaube, ich werde mir jetzt nochmal schnell einen Kaffee machen, nochmal ganz kurz die Ruhe genießen und noch ein bisschen Papierkram erledigen, bevor dann die Großen kommen. Die kriegen dann Mittagessen noch gemacht. Dann habe ich hier drüben massig an Äpfeln. Die sind alle aus unserem Garten und aus denen werde ich oder versuche ich, ich habe sowas noch nie gemacht, Apfelmus zu kochen. Also Apfelmus, da glaube ich, das ist nicht so das Problem, das mache ich im Thermomix. Aber das mit dem Einkochen, aber mir wurde gesagt, das ist nicht so schwierig. Ich warte auf meine Einmachgläser, die kommen, müssten heute kommen. Die habe ich am Wochenende bei Amazon bestellt. Die müssten bald kommen und dann sollte man die eigentlich nur auskochen und auf den Kopf stellen, wenn man sie befüllt hat. Wir versuchen einfach mal unser Glück. Wir haben so viele Äpfel, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit Äpfeln noch alles machen soll. Wir hatten jetzt Apfelkuchen, wir haben Äpfel-Crumble gehabt, wir hatten so Äpfel. Wir haben ein bisschen Äpfelüberschuss und unser Baum ist wirklich klein, also nicht groß. Aber wenn er dann mal Äpfel hat, das hat er nicht jedes Jahr, aber wenn er welche hat, dann hat er sehr, sehr, sehr viele Äpfel. Naja, sei es drum, ich mache mir jetzt meinen Kaffee und hier drüben wartet auf mich noch Bügelwäsche. Die Hemden, meine besten Freunde. So, hier steht mein Kaffee und hier liegt mein Schmirgelpapier. Und hier steht meine restlichen To-Do-Listen. Und zwar sind das diese Jacke-O-Kisten, die Garderoben. Die sind super, nur leider haben mir keine von den Farben gefallen. Und die Farben, die wir hatten, haben überhaupt nicht mehr zu unserer Wohnung gepasst. Deswegen habe ich kurzerhand beschlossen, diese umzulackieren. War nicht so einfach. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Ich hoffe, gut. Und dann sollen die nämlich, hier wieder Wäsche, hier hinkommen. Das ist unser Garderobenbereich hier vorne. Und dann sollen die wieder hier hinkommen. Jedes Kind kriegt dann praktisch eine Garderobe, wo oben die Mützen und Schals reinkommen und unten können die Jacken dran. Hier oben drüber sind unsere süßen Geburtsposter von der Annemarie und von der Carla. Die anderen beiden hängen drüben im Wohnzimmer. Genau, das ist auch noch heute auf der To-Do-Liste drauf. So, ich habe mir jetzt meinen Kaffee geschnappt und mich kurz auf die Couch gesetzt, bevor die ganze Meute jetzt hier ankommt. Wir haben der Felice, ihren besten Freund, da zum Mittagessen und zum Spielen. Später kommen noch 2 Mädels für die Carla und die Mira zum Spielen. Also das heißt, wir haben hier Full House. Und später haben die Mädels noch Baseball-Training, also T-Ball und Softball. Und dann ist eigentlich der Abend, der Tag auch schon wieder gelaufen. Und ich muss noch heute Abend Essen kochen. Ich weiß auch gar nicht was. Ich habe mir ganz viele Rezepte aus dem Leichter Kochen Kochbuch von Thermomix rausgesucht gehabt. Mal schauen, was ich da von heute koche. Gestern gab es Zitronen, Knoblauch, Ofenhähnchen, also Hähnchenbrust mit Gemüse. Das war sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was es heute gibt. Ich habe noch ein paar asiatische Gerichte auch dabei. Und Putenrouladen gab es, glaube ich, auch noch diese Woche. Habe ich noch eingeplant. Wir müssen mal schauen, was ich davon mache. Ihr werdet es auf jeden Fall ja dann sehen, für was ich mich entschieden habe. Ich muss noch überlegen, morgen müssen wir irgendwie noch, muss ich mit der Felice irgendwie direkt nach der Schule zum Schuladen. So lange gebraucht, um das Wort Schuladen zu finden. Super. Fängt schon super an. Naja, auf jeden Fall müssen wir zum Schuladen, denn die Felice braucht Stollenschuhe. Sie hat jetzt angefangen Fußball zu spielen und es ist ihr ganz, ganz wichtig, dass sie jetzt Stollenschuhe hat. Am Samstag haben wir keine gefunden, zumindest keine in der Größe von ihr, die ihr auch gescheit gepasst haben. Und ich finde, ein Fußballschuh muss einfach richtig gut passen.
Und deswegen, ja, müssen wir danach morgen auf jeden Fall nochmal gucken, weil heute fehlt auf jeden Fall definitiv die Zeit, das zu machen. Und was haben wir denn heute noch zu tun? Ich muss hier nochmal den kompletten Boden durchwischen, nachdem er jetzt gesaugt worden ist. Die ganzen Garderoben müssen angebracht werden. Hier oben, ich weiß gar nicht, ob man sieht man es. Hier. Dadum. Und dadum. Dadadadum. Ja, müssen noch die Lampen angebracht werden. Und guten Morgen zusammen. Wir starten heute gemeinsam wieder in den Tag, nachdem der letzte Vlog etwas unerwartet geendet hat, vlogge ich jetzt einfach weiter. Es war einfach so, dass zu viele fremde Kinder auch hier waren und ich dann nicht filmen möchte. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich heute einfach weiter und schneide das so ein bisschen zusammen für euch. Ich habe auch noch einen kleinen H&M-Haul, den ich, kleines Gut, also ein bisschen größer, den ich noch mit reinschneiden will. Beziehungsweise den ich noch für euch drehen will später. Und dann habe ich einiges an Haushalt zu tun heute. Wir fangen jetzt erstmal an, Wäsche aufzuhängen, damit die schon mal anfangen kann zu trocknen. Hier hinten hat sich leider noch immer nichts geändert, wie ihr seht. Hier drüben und hier ist noch immer nicht gestrichen und keine Lampe dran. Ich muss mit meinem Mann schimpfen. Aber gut. Ich hoffe, das werden wir jetzt morgen machen, weil da ist Feiertag. Vielleicht kann er da. Die Löcher sind ja schon gebohrt. Es hapert nur noch an der Farbe und an dem Anbringen der Lampe. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich hoffe, ich kann meinen Mann dazu bringen, dass er das endlich zu Ende führt. Und dann steht der Großputz an. Leider, leider. Hier sieht es echt schlimm aus. Aber nichtsdestotrotz, es hilft nichts zu jammern. Wir müssen jetzt mal anfangen. Und dann fange ich. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Die Annemarie prinzipiell keine Schlafsäcke mag, also über so überhaupt nicht, da zickt die richtig rum, habe ich mir jetzt für den Winter mal diese Alternative hier bestellt. Und zwar ist es ein Schlafsack mit Füßen. Der ist auch leicht wattiert, also der ist, man braucht schon einen Schlafanzug drunter, aber ist schon ein bisschen wärmer. Der ist von der Marke Schlummersack, heißt das. Jetzt fokussiert er nicht. Schlummersack. Und den werden wir mal ausprobieren und ich werde euch dann mal berichten, wie das so ist. Hier drüben tanzt schon wieder die Felice, die ist am Essen und rumlaufen während dem Essen. Ein bisschen Haushalt haben wir schon geschafft gehabt. Da hinten sieht's aus. Mit dir, du warst in der Schule. Da unten ist der Morty und jetzt wollen wir mal probieren, ob wir einen kurzfristigen Friseurtermin für die Mädels bekommen. Ob das so klappt, sehen wir mal. Das weiß ich nicht. Aber wir probieren es einfach. Wir fahren einfach mal hin. Weil so viel Zeit haben wir heute eigentlich gar nicht mehr. Weil die Mira ist heute auf Geburtstag, Kindergeburtstag. Und die Felice hat heute eigentlich noch Fußballtraining, falls es nicht regnen sollte. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir irgendwo hingehen können, wo es keinen Termin gibt. Mal schauen, ob wir Glück haben. Annemarie sitzen. Wir sitzen jetzt hier am Kindergarten. Hi! Die Carla und die Felice kommen. Die Carla und die Felice kommen. Die Felice hat nämlich die Carla gerade abgeholt gehabt. Da kommen die Mäuse. Hallo Mausebär! Das ist natürlich richtig cool, wenn die Schwester einen vom Kindergarten abholt. Ne? Da kann die Mama nicht mithalten. Hey. Darf ich da sitzen? Die Annemarie müssen wir jetzt wieder drehen, gell? Ja, darf ich denn da sitzen? Ja, dann hol die Sitzerhöhung vor. Und jetzt versuchen wir unser Glück, einen Friseurtermin zu finden.
Mal schauen, wie weit wir kommen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt alle meine Mädels mal vollständig. Seid ihr alle da? Ja! Ja. Halli! Hallo Mäuschen! Ich wollte euch ja noch die Schuhausbeute von gestern zeigen. Und zwar haben wir für Annemarie hier Winterstiefelchen mitgenommen gehabt. Ich habe festgestellt, die mit Klett sind einfach am besten, weil die an der Seite nur einen Reißverschluss haben. Da kriege ich ihren Fuß einfach nicht rein. Also gab es die. Und dann von Naturino, die finde ich sowieso super, weil die ganz weich sind. Gab es welche gefüttert mit Schafswolle, das sind die, glaube ich, sogar gefüttert. In einem Wildleder, rosa. Ja, Mäuschen. Moment, ich muss mal kurz Annemarie hochheben. Genau, in einem rosa mit einem Sternchen drauf. Und Carla hat hier auch warme Winterschuhe bekommen, auch in einem Leder ist es, würde ich mal behaupten. Auch gefüttert schön. Die sind für den privaten Gebrauch und dann hat sie noch mal ein paar etwas günstigere für den Kindergarten bekommen. Und das sind dann diese blauen hier geworden. Natürlich trotzdem mit Strassstein und auch schön warm gefüttert. Ja, Maus, wir reden über deine Schuhe. Genau, und die werde ich jetzt, wie ihr hier gerade sehen könnt, noch eine Runde imprägnieren, damit da auch der Schmutz etwas abgehalten wird von. Und dann können die alle angezogen werden, ne? Lightning strikes by my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. And so ich habe jetzt beschlossen, ich werde mit den zwei Kleinen Apfelmus machen. Die beiden Großen sind jetzt schon im Fußballtraining und auf einem Kindergeburtstag. Das mit dem Friseur hat leider nicht geklappt. Das werden wir am Donnerstag in Angriff nehmen. Und jetzt werde ich mit den beiden Kleinen Apfelmus kochen. Der Thermomix wird es kochen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Es ist allerdings vorher schon ein bisschen Arbeit, weil wir alle Äpfel schälen müssen und entkernen müssen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich versuche euch mal so ein bisschen mitzunehmen, aber wirkliches Hexenwerk ist es jetzt ja nicht, Apfelmus zu kochen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich mit den... Mein Plan war eigentlich, mit den Kleinen nochmal rauszugehen. Aber das sieht bei uns so dauerregenhaft aus. Ich glaube nicht, dass das was wird, dass wir nochmal rausgehen. Das heißt, ich muss mir ein Alternativprogramm überlegen. Es wird hier kein Weg dran vorbei. Die Äpfel müssen weg. Ich habe alles soweit da. Und wir fangen jetzt an mit dem Apfelmus. Wir werden das jetzt im Thermomix kochen. Und die Carla hilft mir dabei und die Anna. Mal schauen, wie weit wir das hinkriegen und ob wir das überhaupt hinkriegen. Jetzt kommt erstmal die große Arbeit, weil die ganzen Äpfel vorher geschält und entkernt werden müssen. Also wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal alle Äpfel schälen. Das könnte eine Weile dauern, Annemarie. Ja? Ja. Auch in die Mitte. Carla räumt hier gerade die Stühle wieder her. Die haben wir weggeräumt gehabt, damit der Staubsaugerroboter fahren kann.
Und du isst jetzt die Äpfel, Mäuschen. Darf ich ja auch einen Äpfel essen? Jetzt lass uns erstmal das alles schälen. Darf ich dann einen Apfel essen ohne Schale? Ja. Die Äpfel sind jetzt im Thermomix und zwar ging es jetzt 12 Minuten, 100 Grad, Stufe 1,5. Da innen rein haben wir etwas, sieht nicht so viel, haben wir etwas Zimt gemacht, ein bisschen Vanillezucker und ein bisschen Zitrone. Ne? Da sieht man unsere Apfelmusgläser, 6 Stück sind das jetzt geworden. Die habe ich jetzt umgedreht, damit sie ein Vakuum ziehen. Wir haben die dann noch, nachdem sie gekocht worden sind, haben wir sie noch 30 Sekunden auf Stufe 5 püriert und dann nochmal 10 Sekunden auf Stufe 5 mit Linkslauf. Und danach haben wir sie nochmal 3 Minuten 100 Grad Stufe 1 aufgekocht und haben währenddessen die Einmachgläser ausgekocht in einem Topf mit heißem Wasser und die Deckel dazu. Und jetzt müssen sie so 5 Minuten stehen bleiben. Und dann können wir sie umdrehen und haben unser eigenes Apfelmus. Stimmt's, Anni? Die Carla und ich, wir spielen jetzt nämlich zusammen ein Spiel. Und magst du sagen, welches? ABC-Spiel. Genau, wir haben ein ABC-Spiel. Ich habe das selbst noch nie gespielt gehabt. Also keine Ahnung, wie das ist. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Fleck auf der Linse. Genau, wir probieren das jetzt mal aus. Das ist unser erstes Mal, dass wir das zusammen spielen. Deswegen schauen wir mal, wie das klappt, oder Carla? Ja! Machen wir mal. Wir stellen euch mal hier hin. Jetzt sieht man die Carla. So, jetzt geht's los. Mit was willst du denn anfangen? Mit welcher Karte? Wir brauchen eine Karte, wo wir wissen, was das ist. Ich weiß es. Apfel. Mit dem Apfel willst du anfangen? Apfel. Mit was fängt denn ein Apfel an? Mit A. Weißt du schon, was das A ist? Zeig mal, was das A ist. Apfel ist A, so. Super, dann kannst du die beiden zusammenpuzzeln und da drüben hinlegen. Okay. Super. Und was magst du als nächstes? Qualle. Qualle? Weißt du, was für einen Buchstaben du da suchen musst? Die? Das ist ein I. Da? Den da? Das ist ein H, wie Hut. Da? Darf ich dir mal einen Tipp geben, wie ein Q aussieht, ein Q, wie Qualle? Mhm. Das ist ein runder Kreis und ein Strich drin. Hier! Genau, super, jetzt kannst du es zusammenpuzzeln. Und zwar das hier, was ist das denn? Katze. Und weißt du, mit was eine Katze anfängt? Mit K. Und wer fängt noch mit K an? Carla. Genau. Also, wo ist das K? Wie Katze und Carla. Da. Genau, super. Dann kannst du sie zusammen machen. Und dann können wir noch was Tolles suchen. Und zwar suchen wir jetzt... Carla? Weißt du, was das hier ist? Maus. Und Maus fängt was mit M an. Mhm. Und wer fängt noch mit M an? Felice oder Mira? Überleg mal, sag mal, Mira oder Felice, wo hörst du ein M? Mira? Mhm. Und weißt du, wie das M aussieht von der Mira? Genau, super. Mäuschen. Das ist eine Ente, gell? Wie macht die Ente an? Quack, 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 quack. Genau. Ja, jetzt? Was suchen wir jetzt? Eine Ente? Suchen wir die Ente, Annemarie? Ja, Ente suchen. Emma. Emma, die Ente.
Emma, die Ente, die ewig verpimpte. Ente fängt mit N an. Nein, Ente. Ente. Wie sieht sowas aus? Wie ein E aussieht. Pass auf, ein E hat einen Strich. Und dann hat es noch drei Striche dran. Was suchen wir jetzt? Vorhin hast du das schon gesagt gehabt. Wir suchen jetzt mal das hier. Indianer. Ein Indianer? Ja. Und wie, mit was fängt der an? In. I. I. Ein I. Wie sieht ein I aus? Weißt du das? Ein I, guck mal, ich zeig's dir mal. Ein I ist ein Strich und dann noch so ein Punkt. Ja, oder das große I ist nur ein Strich. Nur ein Strich ist. Nur ein Strich. Doch, ich bin. Genau. Nein, du gehst nicht hoch an. So. Richtig, Carla, super. Kommt das da immer zusammenpuzzeln? Ja. Die ist übrigens mittlerweile aus dem Fußballtraining zurückgekommen und hat jetzt geduscht und ist jetzt, nicht wundern, schon im Schlafanzug. So. Hat die Mama gesagt. Gucken wir jetzt die Sonne. Sonne. Weißt du, wie es aussieht? Das sieht aus wie eine Schlange. Wie eine Schlange. Genau. Das sieht immer aus wie eine Schlange. Ich habe für mich hier auf dem Bild gesehen. Du! Du bist ja clever. Guck, das ist ein Strich mit zwei Kreisen dran. Guck. Das? Ja. Super. Annemarie, mach mal Applaus. Applaus, Annemarie, macht Applaus. Super. Und jetzt mach mal. Ich suche dir wieder eins auf. Nein, ich suche ihn weg. Oh? Nein, lass sie doch mal. Uhr. Was fängt es mit einem Buchstabe an? Uhr. Genau, super. Weißt du, wie ein U aussieht? So! Das ist fast, ja, das sieht so ähnlich fast aus. Nur umgekehrt. Das nur oben, ein bisschen besser. Oben hat das U eine Öffnung. Das geht so und hat oben ein Loch. Color? So, wie ein UFO. Es ist unten rund und oben hat es eine Lücke. Guck, schau mal her. Auf der Seite ist es. Schau mal, Carla. Schau, das geht so. Weißt du? Nein. Das guck ist mal, noch mal her. So. Okay. Ja. Das ist auf jeden Fall in diesem Bereich. So sieht das aus. Halt hier so. Halt nur ein bisschen besser. Halt ohne diesen Strich. Das! Ja, super! Dort hinten sieht man es auch. Deswegen habe ich es dir auch gezeigt. Annemarie schläft in ihrem Bettchen. Wir haben hier schon mal lecker Essen. Oh. Chinesisch. Einmal mit süßer Soße und einmal mit scharfer Soße für die Eltern. Der Reis wird hier gemacht. Wir beenden jetzt hier unseren Tag. Ich werde mir jetzt hier mein kühles Ginger Ale gönnen und meinem werten Ehemann dazu schauen. Jetzt wollen alle Ginger Ale. Und meinem Mann von hier hinten eigentlich gerne zuschauen, wie er die Küche sauber macht. Machst du das, Schatz? Für dich doch immer, mein Engel. Das tut er jetzt so. Also, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und versorgen jetzt erstmal alle kleinen Mäuse mit Ginger Ale.